In den vergangenen Videos haben wir Ihnen die Vorteile der Optimierung der Kraftstoffkennfelder eines Motorrades erklärt. Nun schauen wir uns an, wie Sie mit DIAG4Bike das sogenannte Advanced Tuning durchführen. Das Advanced Tuning ist die einfachste Methode der Grundoptimierung von Kennfeldern. Es ist in den meisten Fällen ausreichend für die Optimierung von Motorrädern mit offenem Auspuff und Ansaugfilter. Beim erweiterten Tuning wählen Sie einfach eine voreingestellte Kalibrierung aus der DIAG4Tune-Datenbank aus, bearbeiten Sie diese, falls erforderlich, und laden sie in das Steuergerät des Motorrades hoch. Bei Motorrädern mit größeren Modifikationen, wie zum Beispiel einer Änderung der Ventilsteuerungszeiten und so weiter, wird das Advanced Tuning als erster Schritt der Kennfeldoptimierung eingesetzt. Danach ist es notwendig, reale VE-Kennfelder auf einem Prüfstand oder bei einem Straßentest zu messen. Das heißt also, ein sogenanntes professionelles Tuning durchzuführen. Für das Advanced Tuning benötigen Sie lediglich die DIAG4Bike-Diagnose und einen Tuning-Dongle. Der Dongle dient als Lizenz zum Tunen eines einzelnen Motorrades und auch zum Speichern der Originalkalibrierung, die zu Beginn des Tunings vom ECM genommen wird. Das Programm DIAG4Tune ist Bestandteil des Programms DIAG4Bike. Es unterstützt alle Harley-Davidson Motorräder ab Herstellerjahr 2006 mit einer Delphi Einspritzsteuerung. Neuere Modelle werden regelmäßig eingepflegt. Schließen Sie zunächst das Motorrad, das Sie optimieren möchten, an ein Ladegerät an. Für die Optimierung muss die Zündung über einen längeren Zeitraum eingeschaltet sein, was bei älteren Batterien zu Problemen führen kann. Ein Ladegerät stellt sicher, dass es keine plötzlichen Unterbrechungen in der Datenübertragung gibt. Das Motorrad muss sich in einwandfreiem technischen Zustand befinden. Wir empfehlen, die korrekte Funktion der Zündkerzen zu überprüfen und den Ansaugfilter zu reinigen. Überprüfen Sie, dass keine andere Tuning-Vorrichtung am Motorrad installiert ist. Diese sind gewöhnlich an den Diagnosestecker oder sogar direkt an die Verkabelung angeschlossen. Diese Vorrichtungen verursachen nicht nur häufig Probleme bei der Kommunikation, sondern vor allem würden sie das bereits getunte Bike weiter anreichern. Dies würde zu einem kraftstoffreichen Gemisch und den damit verbundenen Problemen führen. Weiter schließen Sie dann das Diagnosekabel an den Diagnosestecker des Motorrades an. Der Computer benötigt eine stabile Internetverbindung, damit das Programm ordnungsgemäß funktioniert. Nun starten Sie das Programm DIAG4Bike, wählen Sie Marke Harley-Davidson aus und wählen Sie dann die Position Tuning. Nach dem Start des Tuning-Programms DIAG4Tune ist es zunächst erforderlich, folgenden Warnhinweis zu akzeptieren. Der Gebrauch eines mit Hilfe von DIAG4Tune modifizierten Motorrades ist beschränkt auf Motorräder zu ausschließlich sportlichen Zwecken. Der Gebrauch eines mit Hilfe von DIAG4Tune modifizierten Motorrads im normalen Straßenverkehr muss den rechtlichen Anforderungen des Ortes, an dem das Motorrad betrieben wird, entsprechen. Die von DIAG4Tune ausgeführten Eingriffe sind für das Territorium der USA nicht zugelassen. DIAG4Tune stellt Funktionen zur Verfügung, die ausschließlich für geschulte und erfahrene Servicetechniker bestimmt sind. Die Verwendung der Funktionen erfordert die Kenntnis der Struktur der Kennlinien des entsprechenden Motorradmodells. Der erste Schritt beim Tuning ist das sogenannte Pairing des Tuning-Schlüssels mit dem Motorrad. Wir schließen den neuen Tuning-Schlüssel an einen USB-Port des Rechners an. Falls wir aber nicht sicher sind, ob der Schlüssel noch unbenutzt ist, können wir seinen Status in der unteren rechten Ecke des Programms angezeigt sehen. Ein neuer Schlüssel hat immer den Status Unpaired. Nach dem Anklicken des Symbols Pairing and Backup wird die Originalkalibrierung des Motorrades auf dem Tuning-Schlüssel und auf dem Computer gespeichert. Es ist notwendig, auf die Meldung zur Bestätigung der erfolgreichen Paarung zu warten. Im Falle, dass das betreffende Motorradmodell nicht unterstützt wird oder dass es zuvor mit Hilfe eines anderen Gerätes getunt wurde, durch welches das Steuergerät mit einem Schreibschutz versehen wurde, informiert Sie das Programm und es kommt zu keiner Paarung des Tuning-Schlüssels. So können Sie diesen für ein anderes Motorrad verwenden. Nach einer erfolgreichen Paarung wandelt sich das Icon Pairing and Backup zum Icon Restore, also Wiederherstellen.
Bei Bedarf kann dann jederzeit mit Hilfe dieses Icons die Originalkalibrierung mit nur einem Klick wieder in das Motorrad geladen werden. So haben Sie die Gewissheit, dass Sie bei Problemen immer eine Hintertür haben, um das Motorrad wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Nach Auswahl der Position Advanced Tuning öffnet sich ein Bildschirm zur Auswahl der gewünschten Kalibrierung. Zunächst muss das Motorradmodell ausgewählt werden, in das die neue Kalibrierung geladen werden soll. Am schnellsten geht das mit einem Klick auf das Icon Read VIN von Dongle. Das Programm liest die VIN des Motorrades aus dem gepaarten Tuning-Schlüssel aus. Weitere Möglichkeiten zur Auswahl des Motorradmodells sind die manuelle VIN-Eingabe, das Auslesen der VIN direkt am Motorrad oder aber die Auswahl des Motorrades nach Modelljahr, Gruppe und Modellausführung. Sobald das Motorradmodell ausgewählt wurde, wird eine Liste der für dieses Motorrad verfügbaren Kalibrierungen geladen. Kalibrierungen in schwarzer Farbe, deren Kalibrierungsnamen mit einem A beginnt, wie zum Beispiel Aktia, sind Originalkalibrierungen aus dem Diag4Tune-Datensatz. Kalibrierungen in grüner Farbe, deren Kalibrierungsnamen mit einem C beginnen, wie zum Beispiel Customer, sind von Ihnen erstellte Kalibrierungen oder auch Originalkalibrierungen, die aus einem Motorrad ausgelesen wurden, das Sie zuvor bereits gepaart haben. Jetzt muss eine Kalibrierung im Hinblick auf die Modifikation des Motorrades, in das wir die Kalibrierung laden möchten, ausgewählt werden. Aktia-Kalibrierungen sind in mehreren Basisgruppen unterteilt, also in bestimmte Level. Die Kennlinien Level 0 entspricht der Original Harley-Davidson Motorrad-Kennlinie und sie enthält keinerlei Veränderungen. Diese Karte können wir verwenden, wenn wir das Motorrad aus irgendeinem Grund in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen möchten oder wenn wir eine andere Kalibrierung mit dem Original vergleichen möchten. Die Mappe Level 0 Plus steht nun für Motorräder mit Milwaukee-Eid-Motoren zur Verfügung und ist für Motorräder ohne Modifikation bestimmt. Die Mappe enthält eine dynamische AFR-Mappe, die den Fahrkomfort erhöht. Der Level 0,5 ist nur für Evolution-Motoren an Sportster-Motorrädern verfügbar. Diese Motoren reagieren sehr empfindlich auf jegliche Änderungen im Vergleich zum Originalzustand. Deshalb muss dieser Level stärker abgestuft werden. Der Level 0,5 ist für Motorräder mit offenem Filter der Ansaugung und originalem Auspuff bestimmt. Der Level 1 ist für alle Motorräder mit offenem Filter der Ansaugung oder mit offenem Auspuff bestimmt. Level 1,5 ist wieder nur für Evolution-Motoren verfügbar, entspricht der Konfiguration der offenen Ansaugung und teilweise offenem Auspuff. Level 2 ist für alle Motorräder mit offenem Filter der Ansaugung und mit offenem Auspuff bestimmt. Die Kennfelder der Stufe 3 sind für Motorräder mit offenem Ansaugfilter, offenem Auspuff und modifizierten Ventilsteuerzeiten, das heißt scharfen Nocken, ausgelegt. Diese Kennfelder sind vergleichbar mit Screaming Eagle Stufe 2 Kennfeldern. Der Name der Nocken, für die das Kennfeld ausgelegt ist, ist im Namen der Kalibrierung angegeben. Level 4 Kennfelder, bestimmt für Motorräder, die mit Screaming Eagle Stage 3 oder 4 Kits ausgerüstet sind, sind nicht Bestandteil der Diag4Tune Standard Datenbank. Falls Sie eine Kalibrierung für ein Motorrad mit den erwähnten Modifikationen benötigen, müssen Sie eine E-Mail mit der VIN des Motorrades und den Nummern der installierten Screaming Eagle Kits an help@diag4bike.eu senden. Die Kalibrierung wird von Mitarbeitern von Aktia für Sie vorbereitet und per E-Mail an Sie gesendet. Wenn wir bei einer Kalibrierung hinter Ihrer Nummer auf den Buchstaben C treffen, zum Beispiel Level 2C, bedeutet dies, dass die Kennlinie für ein Motorrad bestimmt ist, das mit einem Abgaskatalysator ausgestattet ist. Darüber hinaus können wir bei einigen Motorrädern zwischen Kennlinien für Motorräder mit und ohne Lambda-Sonde wählen. Und für einige Tuning-Modelle sind Kennlinien speziell für die Auspuffanlagen verschiedener Hersteller bestimmt verfügbar. Weiter finden wir auf dem Bildschirm mit der Auswahl der Kalibrierungen die Taste Edit, mit der wir den Namen der ausgewählten Kalibrierung ändern können. Diese Funktion kann nur für Kundenkalibrierungen verwendet werden, also für die in grüner Farbe. Eine Diag4Tune-Kalibrierung kann nicht editiert werden.
Mit Hilfe der Taste Delete können Sie die Kundenkalibrierungen aus der Datenbank löschen. Mit Hilfe der Taste Export erstellen Sie aus einer ausgewählten Kalibrierung eine Datei, die dann beispielsweise per E-Mail versandt werden kann. Mit Hilfe der Import-Taste können Sie eine Datei mit Kalibrierung in die Datenbank einfügen. Durch Klicken auf die Taste L wird auf der Website der Diag4Bike eine Seite aufgerufen, auf der die unterstützten Modelle sowie die Ebenen der Kennlinien beschrieben werden. Nachdem Sie die gewünschte Kalibrierung ausgewählt haben, öffnen Sie diese mit dem Rechtspfeil in der unteren Ecke am Bildschirm. Nun haben Sie die Kalibrierung für das betreffende Motorrad vor sich und sofern Sie keine Änderungen vornehmen möchten, genügt es, diese nur noch mit Hilfe der Store-Taste im Motorrad abzuspeichern und das Tuning ist fertig. In dem nun folgenden Lernprogramm werden wir alle verfügbaren Kennlinien und die Anpassungen, die vorgenommen werden können, durchgehen. Das erste ist das AFR-Kennfeld. Wenn wir ein Level 0 Plus Kennfeld oder höher gewählt haben, wird das Kennfeld automatisch auf ein dynamisches geändert. Warum das so ist, haben wir im vorherigen Video erklärt. Wenn wir Änderungen an der Karte vornehmen möchten, wählen wir den Bereich, den wir ändern möchten, mit der Maus aus und klicken mit der rechten Maustaste, um die Werte zu bearbeiten. Die Bearbeitung der AFR-Kennfelder nutzen wir insbesondere im Falle, dass es am Motorrad beim Abbremsen zum Auspuffknallen kommt. Wenn wir die ungefähren Drehzahlen ermitteln, bei denen es zum Klopfen kommt, genügt es dann, den AFR-Wert in diesem Bereich um 5-15% zu reduzieren. Dadurch kommt es zu einer entsprechenden Erhöhung der Kraftstoffmenge und zur Eliminierung des Klopfens aufgrund des mageren Gemisches. Als nächstes folgen die VE-Kennfelder für den vorderen und hinteren Zylinder. Diese Kennfelder sind basierend auf der gewählten Motorradkonfiguration voreingestellt. Diese Kennfelder können auch bearbeitet werden, aber wie wir im vorherigen Video erklärt haben, ist der einzig richtige Weg, um korrekte VE-Kennfeldwerte zu erreichen, die Messung am Motorrad unter Last. Die Vorzündungskennfelder für den vorderen und hinteren Zylinder sind ebenfalls editierbar. Dies wird allerdings nur sehr erfahrenen Operatoren empfohlen. Zu Motorrädern mit Milwaukee 8 Motor finden wir die Idle RPM Kennfelder. Diese Kennfelder beschreiben die Leerlaufdrehzahl in Bezug auf die Temperaturkennlinie des Motors und die Motorlaufzeit in Sekunden. Für den Fall, dass wir die Leerlaufdrehzahl des Motors verringern möchten, wird empfohlen, dies in der letzten Zeile zu tun, also für eine Betriebstemperatur des Motors ab 96 Grad. Sind die Kennfelder des Acceleration Enrichment, also die dynamische Anreicherung. Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, die Parameter für eine dynamische Anreicherung des Gemisches um 5-10% zu erhöhen. Das Kennfeld Throttle Position Control ist bestimmt zur Einstellung der dynamischen Steuerung der elektronisch gesteuerten Drosselklappe. Das kommt vor allem bei den Modellen Touring 2008 bis 2016 vor. Die originale Kennlinie weist dem unteren Drehzahlbereich des Motors signifikante Einschränkungen für die Verbindung zwischen der Position des Gasgriffs und der Position der Drosselklappe auf. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um einen gewissen Schutz von Kupplung und Getriebe. Falls Sie ein Kennfeld Level 0, Plus und höher ausgewählt haben, ist dieses Kennfeld bereits für eine aggressive Beschleunigung eingestellt. In der Tabelle Konstanz können wir den Namen und die Kalibrierung der bearbeiteten, das Drehzahllimit beliebig erhöhen oder verringern und den Hubraum des Motors in Kubikzentimeter modifizieren. Wenn Einspritzdüsen mit einer höheren Durchflussrate am Motorrad installiert sind, geben Sie den neuen Wert in die Zeile Einspritzdüsengröße ein. Zu Motorrädern mit M8 Motor finden wir hier auch die Möglichkeit der Anpassung des Tempolimits. Die Kennfelder Cranking Fuel und IAC Steps Crank to Run definieren die Anreicherung des Kraftstoffgemisches für den Start des Motors. Die ersten Kennfelder bestimmen die Erhöhung der Kraftstoffmenge und die zweite die Luftmenge. Bei Problemen mit dem Start des Motors wird empfohlen, das Kennfeld Cranking Fuel auf ganzer Fläche um 5% zu erhöhen und das Kennfeld IAC Step Crank to Run um 5 Schritte. Die Kennfelder Warm-Up Enrichment und IAC Steps Warm-Up
definieren die Anreicherung des Kraftstoffgemisches kurz nach dem Start des Motors. Bei instabilem Motorlauf kurz nach dem Start wird empfohlen, die Kennlinie Warm-up Enrichment auf ganzer Fläche um 5% zu erhöhen und die Kennlinie IAC Steps Warm-up um 5 Schritte. Zum Schluss beschreiben wir die Tasten im oberen Teil des Bildschirms. Mit Hilfe der Taste Print können die Kennfelder als PDF gedruckt werden. Das Programm ermöglicht es, einzelne Kennfelder auszuwählen und die ausgedruckt werden sollen. Mit Hilfe der Taste Graph können wir die ausgewählten Kennfelder in 3D darstellen. Durch Klicken auf die Taste Save kommt es zum Abspeichern der Kalibrierung auf Ihrem Rechner. Es müssen ein eigener Dateiname und eine Beschreibung der neuen Kalibrierung eingegeben werden. Die Taste Store dient der Abspeicherung der Kalibrierung in das Motorrad. Mit Hilfe der Taste Compare kann eine ausgewählte Kalibrierung mit einer anderen Kalibrierung verglichen werden. Diese Funktion kann beispielsweise verwendet werden, wenn man einem Kunden zeigen möchte, wie man durch Optimierung von Kennfeldern die VE-Kennfelder heraufgesetzt hat, also somit auch die Leistung seines Motorrades im gesamten Umfang. Wenn wir zwei Kennfelder vergleichen, werden uns ganz rechts 3 neue Kennfelder angezeigt. Das Kennfeld VE Engine Delta gibt die Änderung beider VE-Kennfelder gegenüber den Werten der VE-Kennfelder der für den Vergleich ausgewählten Kalibrierung an. Mit diesem Kennfeld lässt sich die Steigerung der Leistungscharakteristik des gesamten Motors in allen Modi am besten darstellen. Hin und wieder ist es sinnvoll, eine Sicherungskopie der kompletten Datenbank und ihrer Kalibrierungen zu erstellen. Im Hauptmenü von Diag4Tune muss der Menüpunkt Einstellungen geöffnet und dann das Icon Backup angeklickt werden. Das Programm verpackt die gesamte Datenbank in eine einzelne Datei, die Sie auf einem separaten USB-Stick abspeichern können. Die Wiederherstellung der Datenbank erfolgt mit Hilfe der Taste Restore. Zum verwendeten Tuning-Schlüssel, der Ordnung halber das Kfz-Kennzeichen des gepairten Motorrades notieren und an den Kunden übergeben. Der Tuning-Schlüssel kann zur Bearbeitung der Kennfelder eines konkreten Motorrades wiederholt verwendet werden.